Noch einmal keine Schützenfestaktivitäten in Hamm-Ossendorf. Darauf wollten die Mitglieder des Schützenvereins in diesem Jahr nicht wirklich verzichten. Statt eines Schützenfestes hatte der Vorstand seine Mitglieder zu einem Sommerfest eingeladen. Und viele ließen es sich nicht nehmen, in Schützenjacke und Hut anzutreten. Die Idee ist entstanden im letzten Jahr. Im letzten Jahr hätten wir normalerweise unser planmäßiges Schützenfest im Juni gehabt. Das ist ausgefallen aufgrund der Pandemie. Und wir haben optimistisch in die Zukunft geschaut und haben unser Schützenfest 2 Jahre nach hinten verlegt, um einen sicheren Abstand zu bekommen und eine relative Planungssicherheit zu bekommen. Haben uns aber vorgenommen, in diesem Jahr auf jeden Fall eine Veranstaltung durchzuführen für den Bürgerschützenverein, um unseren Mitgliedern einfach etwas wiederzugeben. Denn alle Beiträge werden weitergezahlt, die Mitglieder sind alle bei der Stange geblieben und wir möchten den Mitgliedern des Bürgerschutzvereins zeigen, dass der Verein selber da ist. Beim anschließenden Umzug sorgten die Halterner Fanfaren für gute Stimmung. Für sie war es der erste Auftritt nach langer Zeit. Wir haben uns über die Anfrage den Schützenverein aus Bossendorf sehr gefreut. Weil für uns persönlich ist es der erste Auftritt seit Karneval 2020. Das heißt, wir haben in der Pandemie entsprechend keine Auftritte leisten können, schlicht und ergreifend, weil auch keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Und wir haben uns auch in der Zeit ein wenig neu erfinden müssen. Unterwegs erfolgte der Vorbeimarsch am amtierenden Königspaar. Dann ging es zum Bürgerhaus, wo ein Umtrunk stattfand. Das Wetter sorgte bei allen Anwesenden für gute Laune. Vorab war die Einhaltung einer der 3G-Regeln bei allen Teilnehmenden geprüft worden. Wir haben im Augenblick das Glück gehabt, dass die Zahlen in Haltern sehr niedrig sind. Haben nichtsdestotrotz im Vorfeld schon aktiv alle Teilnehmer abgefragt, ob sie geimpft sind, ob sie genesen sind, ob sie getestet sind. Die Resonanz positiv. Also bisher alles, was ich so mitbekommen habe, wirklich positiv. Es kommt gut an, dass man den einen oder anderen mal wieder sieht in geselliger Runde. Man hat zwar im Dorf die Nachbarn und was nicht alles, aber trotzdem sieht man dann den einen oder anderen mal wieder, den man jetzt schon mal wochenlang, vielleicht wenn man Glück hatte, mal sonntags morgens beim Bäcker getroffen hat. Die Schützen in Hamm-Ossendorf hoffen, dass im kommenden Jahr endlich wieder ein traditionelles Schützenfest stattfindet.